What's up, Leute? Willkommen zu Spieltag Nummer 4 im EPP gegen den guten Sigimon. Ich soll mir noch schon schreiben, wann wir suchen können. Ja. Man muss den Kampf ein bisschen rumverschieben, aufgrund von ein paar Gründen. Und jetzt haben wir gerade Freitag und es ist 10 Uhr morgens und ja, ich bin vor 5 Minuten aufgestanden. So effektiv. Ja. Schauen wir mal, was da heute so geht. Ob da heute was geht. Ich bin gespannt. Ja, wir haben hier ein paar ganz interessante Sachen dabei. Ein Upper Hand, Fiaro, ein Mixed Offensive, Eisenkrieger. Wir haben sich mal Wo-Sheen erstmal dabei. Die Schnecke. Wir haben hier ein. Wir haben sich mal den Terra Draco dabei. Der ist wichtig, der muss man dabei sein. Und ein Reflect-Type Core Mind Latias. Wenn ich gespannt bin, ob es funktioniert. Sehr gespannt. Dann noch warten, bis er ihn auch sucht. Oder ob er auch schon sucht, ich weiß gar nicht. Jetzt hat er. Okay. Kann man es aufschreiben? Was hat er denn dabei? Er hat G-Loking dabei. Er hat den Elefant dabei. Den Langhals. Raging Bolt. Tauros Flames. Tita. Und Gortran. So, ich könnte hier mit Runaway reingehen, ich gehe fast immer mit Runaway, also immer mit Fiaro rein, deswegen, ne. Das können wir auf jeden Fall machen, der ist auch geil in dem Matchup eigentlich. Was wird er denn leaden? Ich sehe den Gortrom-Lead auf jeden Fall, ich sehe aber auch ein Patinaraja-Lead. Da kann ich mir beides gut vorstellen. Ich könnte auch einfach mit Valiant rein. Das ist mal nervig, sowas. Ich gehe mit Runaway rein. Ich bin schneller als alles hier. Außer bei Boot muss ich halt auf jeden Fall raus. Aber sonst outspeed ich ja alles. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Raging Bo- ja, okay, natürlich perfekt. Direkt der Lead, den ich am wenigsten namen wollte. Cool. Freut mich. Ja, da wird direkt der Thunderclap, ne? Ob wir da jetzt halt in Iridescent gehen oder ob wir da in Numb gehen. Also wir haben ja halt immer die Resistance gegen Elektro, aber der wird halt von den, also wir haben beide von Draco geshattert, gefühlt. Aber kommen beide auf den Elektromove rein. Aber dann Numb etwas unwichtiger in dem Matchup. Gehe ich lieber erstmal hin. Oder dass ich in der ersten Runde schon entscheiden muss, wer wichtig fürs Matchup ist. Traumplatz, okay, er wird wahrscheinlich zuschauen, oder? Oh Junge. Okay, ja, wir verlieren wahrscheinlich relativ früh schon die Sandburg, aber wir wissen schon mal, dass die Life-Up ist. Das ist ganz interessant schon mal zu wissen. Wir haben Life-Up Bolt hier. Gehe ich in The Catalyst. Was würde ich in Catalyst rein? Da kann sein, dass es einfach klappt jetzt. Ich gehe einfach auf den CC. Oder gehe ich auf den Knock? Ne, ich gehe auf den CC. Okay. Tauros kommt. Der weiß aber natürlich nicht, dass ich hier mixed bin. Kann auch sein, dass er halt jetzt random gescarft ist. Was ist das für ein Set?
das ein Offense-Set oder was ist das? Valiant, Tauros, bei dir, Blaze. Ja, okay, das macht, der ist für Steph. Das Ding ist halt, Psy killt jetzt trotzdem. Das ist ganz praktisch. Wir sind auch safe schneller. Okay, jetzt direkt die Double. Interessant. Macht er gut. Weil ich meine, ist das jetzt ein Bild von mir, dass ich meine Psyche gezeigt habe? Und natürlich jetzt auch kacke, dass Nump weg ist, weil der relativ gut auf, auf den Mann reinkommt. Es ist jetzt einfach. Es heißt, dass er jetzt einfach. Dinger, dass er jetzt einfach. Sein Eisscheiß da raushaut. Aber glaube ich nicht, dass das macht. Ich gehe ich tippe mal, dass der jetzt eher direkt attackt, weil er Angst vor Valiant hat. Aber wenn ich jetzt auf den Knock gehe und er einfach nur rausgeht, dann. Hat Valiant schon relativ viel mit. Deswegen glaube ich mir, dass er eher attackt. Gegen Iridescent. Okay. Er hat ja eisige Stimmung. Ich hätte einfach knocken können. Wende gemacht. Anyway, jetzt was falsches Locking. Locking G. Psyche gab, das können wir vom Schaden hinkommen. Ja, dann hätte er noch schon fast killen können. Ich bin relativ schnell invested, ne? Ich mach einen Focus Pass auf Patina Raja. Ich könnte sonst auch einfach in Boschine raus. Das ist kein Problem. Das ist ein defensives Set, da macht er knapp die Hälfte. Ja, ich gehe in Boschin. Kann mal ein bisschen dumm rumziehen und so. Da macht auch der Brandstampe nicht so viel. Ganz angenehm. Abschlag ist fein. So, dann lege ich die Seeds. Schauen wir mal, was da so rauskommt, ob wer wen das ziehen lässt. Okay, wieder boom. Da tippe ich mir jetzt auch auf einen U-Turn. Ich werde gleich auch durch den Flame rausgehen, Talon. Vielleicht ist ja diesmal der Flammkörper etwas effektiver als letzte Woche. Wir gehen direkt in Talon. Ja, das kann ich auch schon. Also G-Sloking auf jeden Fall. Eisige Stimmung, das ist aber klar. Spielt er immer. Taurus Flames haben wir nichts von gesehen. Platina hat auf jeden Fall Knock. Burn! Dieser Flammkörper ist so unglaublich schwach, das ist unfassbar. Da ist ein U-Turn drauf. Na, jetzt haben wir jetzt wieder Bolt. Ja. Was ein bisschen kacke ist. Und ich will meine Upper-Hand jetzt noch nicht zeigen. Ich will eine Iridescent. Mein Matchup gegen Bode ist halt an sich einfach schon unglaublich scheiße mit dem Team. Muss ich auch mal im Vorher, muss ich auch mal nebenbei sagen. Also, ich glaube, P2 wäre so das einzige Mal, was da gescheit reinkommt. Und selbst der Frist hat die so. Ja, das war jetzt dann nicht unbedingt der beste Move. Ich habe ja vielleicht auch irgendwann klappt er auch mal, macht er aber einfach nicht. Und jetzt claimt er das zweite Mon. Aber weil er nicht klappen will. Oder claimt er? Ne, er claimt nicht. Er claimt nicht. Das meine ich. Ach, jetzt plötzlich. Ja, okay, das Ding ist jetzt schon durch. Ich habe jetzt noch eine Chance und das ist mein Latias. Das ist jetzt schon gefühlt durch. Ich kann nicht direkt den Latias gehen, das ist ein bisschen problematisch an der ganzen Sache. Ich muss probieren jetzt irgendwie mit Dinger, mit Roshin runter zu krippeln.
Na, das ist etwas kacke. Also der Start ist absolut, absolut scheiße gelaufen. Muss man einmal kurz davor heben. Aber wir haben immer noch... Die Chance ist nicht groß, aber wir haben immer noch diese gewisse Chance hier mit Latias was zu machen. Der will jetzt U-Turn, ich lebe einen U-Turn. Durch meine Unheilstafeln. Abschlag, okay. Den habe ich schon gefressen. Ja, ich teile U-Turn jetzt. Bisschen Nullrunde. Ich zieh's einfach nochmal. Jetzt Loking oder was kommt da? Da kommen Taos Flames, kann auch sein. Ja, auf Old halt lerne ich mit Latias Setupen. Das ist ein bisschen kacke. Raging Bolt kommt. Kann ja einmal seeden. Erstaunlich viel, was da rauskam. Keine Ahnung, wenn es zu knocken, wenn man es macht, die Puls, okay. So, ich gehe jetzt. Gehe ich jetzt in Latias. Ich muss jetzt in Latias, glaube ich. Ihn rausforcen. Das könnte ein relativ schnelles Game heute werden. So, in Latias und Call meinten direkt. Wie Latias nach oben guckt, das ist ja richtig niedlich. Geh in Tita jetzt. Bitte geh jetzt einfach in Tita. Copper Roger. Sollte auch fein sein. Der will safe ist den Knuddler machen. Ich auf den Typenspiegel. Wir gehen zum Stahltypen. Knuddler. Der Mist sowieso. Hätte ich also auch noch eine Runde später machen können. Sad, sad. Wir gehen auf solche Gedanken gut. Brandstempel. Wie macht der? Ist der Heavy Metal? Er ist Heavy Metal. Ja, gut. Ich hätte lieber Tita gehabt, der hätte wahrscheinlich deutlich weniger zum Gegensetzen gehabt, aber ich muss jetzt attacken. Wird wahrscheinlich nicht killen, oder? Gar nicht, okay. Ja, das Ding ist ein 6-0. Das ist komplett useless. Ich muss jetzt probieren und es hat nicht funktioniert, also, ja, ne? Zum Titan noch, ja. Ah, na, der ging für nichts auf, was ich machen wollte in dem Game. Die Epiction war nix. Vielleicht waren die auch alles einfach dumm, das kann halt auch gut sein. Wäre jetzt nichts Neues bei mir. Aber ja. Ich das Maximum raus, damit ich vielleicht irgendwie einen Kill rauskriege, aber glaube ich einfach mal nicht.
Flankhunter kommt, ja. Du killst Sandrak. Jetzt vielleicht ein Stonehenge-Miss. Kein Plan. Vielleicht können sie die Gegner noch zwischendurch mal. Stonehenge-Miss. Der Crit. Let's go. Stonehenge-Miss. Let's go. Könnt ihr mir die Fiaro killen noch, oder nicht? Da könnt ihr mir nicht. Frech. Okay, vielleicht krieg ich ihn doch. Falls er den Dinger gleich drückt. Drückt er den Thunderclap? Ich will einmal, dass es funktioniert, ganz ehrlich. Ich will einmal, dass es funktioniert. Gib mir den Thunderclap. Ja! Schnell komm! Flinch da? Ja, geil! Jetzt wieder auf dem Brave Bird. Okay, schade. Hätte ich meine Schnellkörner machen müssen. Schade. Ja, kacke gelaufen, das ganze Game. Wir müssen ein relativ kurzes Video. Und wir haben Raging Bull noch gekillt. Hey! Wenigstens so ein 5-0. Ah, Junge. Ja, das lief wirklich von vorne bis hinten gar nicht. Da waren so um die 15 Misplays mit drin, wenn man es so sehen will. Ja. Und dafür das Game so hätte aufschieben müssen, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Ja, ich hoffe, hat trotzdem ein bisschen Spaß mit dem ganzen Ding hier. Und ja, bin ich mal raus, ne? Man hört sich. Cheerio.